Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Herzlich willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Doc. Ihr bekommt jetzt das original deutsche Transkript zum Sony PlayStation VR 2 Video, wo die Brille auseinandergenommen wird. Bitte macht das nicht nach, ihr könntet sie zerstören. Hallo miteinander, mein Name ist Araki und ich war für das Design des PlayStation VR 2 Headsets verantwortlich. Ich war auch für das Design der ursprünglichen PlayStation VR verantwortlich. Bei der PSVR 2 habe ich das Feedback der Benutzer berücksichtigt und versucht, das Headset möglichst leicht zu machen und gleichzeitig eine Reihe neuer Funktionen hinzuzufügen. Das Headset lässt sich in Kopfbügel und Visier unterteilen. Ich beginne damit, sie zu trennen. Schiebe das Visier nach vorne. Als nächstes entfernst du die Stecker. Es gibt zwei, also entferne beide. Als nächstes drückst du die Taste auf der Rückseite des Gurtes und schiebst es weiter. Wenn du diese Schritte befolgst, ist das Trennen ganz einfach. Ich beginne damit, das Visier genauer anzuschauen. Als erstes werde ich den Lichtschutz entfernen. Da der Lichtschutz nur durch diese Verschlüsse gehalten wird, ist er leicht abzunehmen. Wenn er entfernt ist, kann er mit Wasser gereinigt werden. Bei VR ist es wichtig, alles Licht von außen fernzuhalten. Für dieses Design haben wir erneut Daten über Kopfformen von Menschen auf der ganzen Welt gesammelt. Der Nasenteil des Lichtschutzes hat zwei Lagen, die das Licht abblocken, das bei Menschen mit markanten und weniger markanten Nasen eindringt. Jetzt nehme ich den Halter des Lichtschutzes ab. Es gibt vier Schrauben, die man entfernen muss. Dann kann man sie wie folgt trennen. Als nächstes entferne ich das äußere Teil. Es ist mit einer Schraube befestigt. Da dieses schwarze Teil mit einer Befestigung versehen ist, muss das Befestigungsteil entfernt werden. Ich habe die Abdeckung, die mit dem Befestigungsteil verbunden war, entfernt. Als nächstes werde ich den vorderen Teil der Abdeckung entfernen. Es gibt vier obere Schrauben, die entfernt werden müssen. Auf der anderen Seite muss man ebenfalls vier Schrauben entfernen. Jetzt kann ich die Frontabdeckung abnehmen. Die Frontabdeckung ist extrem leicht gestaltet worden. Das Innere wurde so gestaltet, dass es links-rechts symmetrisch ist, was das Design sowohl innen als auch außen verschönert. Auch das Logo der PlayStation-Familie befindet sich hier. Als nächstes werde ich die unteren Kameras entfernen. Man muss zwei Schrauben herausnehmen. Entferne das flexible Kabel. Jetzt ist es gelöst. Das sind die beiden unteren Kameraeinheiten. Bei diesen Teilen ist die Präzision besonders wichtig. Deshalb habe ich bei der Konstruktion auf Zuverlässigkeit geachtet. Anstatt sie fest zu fixieren, lasse sie ich durch diese Gurte Teile halten, um Erschütterungen zu vermeiden. Jetzt entferne ich die oberen Kameras. Entferne zuerst das flexible Kabel. Löse die beiden Schrauben. Entferne dann die linke Kamera. Weiter geht es mit der Tasteneinheit. Entferne zunächst das flexible Kabel. Dieses Element ist nur mit einem Befestigungsteil versehen, man kann es also einfach lösen. Diese Einheit enthält den Tastensockel und das Mikrofon. Um Geräusche aus dem Inneren auszusperren, ist das Mikrofon mit Gummi umhüllt. Jetzt zerlegen wir den Bereich um den Kanal herum. Ich werde zuerst den Lüfter entfernen. Es sind zwei Schrauben zu lösen. Als nächstes entferne ich den Kanal. Der Kanal ist leicht zu entfernen. Das Kühlsystem der PSVR 2 umfasst jetzt diesen Lüfter. Er bläst Frischluft durch den Spalt zwischen deinem Gesicht und dem Lichtschutz und kühlt den IC-Chip auf der Hauptplatine. Dieser Luftstrom kühlt nicht nur den IC-Chip, sondern verhindert auch, dass es unter dem Headset stickig wird. Mein Ziel war es, den Benutzern ein möglichst komfortables Spielerlebnis zu bieten. Jetzt werde ich den Kühlkörper entfernen. Der Kühlkörper und der IC-Chip sind durch wärmeleitendes Material verbunden, das TIM genannt wird.
Ich entferne das flexible Kabel. Als nächstes entferne ich den Sockel des Schiebers. Danach entferne ich das hebelartige Teil. Dann sind die Anschlüsse auf der Hauptplatine dran. Löse das flexible Kabel von der organischen EL-Platte. Als nächstes entfernst du das flexible Kabel für das Blickerfassungsgerät. Entferne die Hauptplatine. Es gibt 4 Schrauben, die man entfernen muss. Jetzt entferne ich den Halter der Platine. Wieder muss man 4 Schrauben lösen. Den Stecker der Audiobuchse kann man so herausnehmen. Dieses Objektivstellrad bewegt die Zahnräder im Inneren und verstellt so die optische Einheit nach links und rechts. Der Abstand zwischen den Objektiven der PSVR 2 kann angepasst werden, um den Augenabstand des Benutzers zu entsprechen. Durch diese Einstellung können die Benutzer ein klares Bild genießen. Nehmen wir nun die optische Einheit auseinander. Zunächst werde ich diese Feder lösen. Jetzt nehmen wir das Stellrad ab. Nimm das Stellrad ab. Entferne das Zahnrad am Kopf der Welle. Gleichzeitig kann die Welle entfernt werden. Jetzt kann man die Objektiveinheit herausnehmen. Nimm die Objektiveinheit ab. Nimm hier die Zahnräder auf beiden Seiten heraus. Entferne nun die Anschlusssensoreinheit. Es sind 2 Schrauben zu lösen. Dieser Anschlusssensor sendet Infrarotlicht aus und misst die Stärke des zurückgeworfenen Lichtes, um den Abstand zu deinem Gesicht zu bestimmen. Er erkennt, ob der Benutzer die PSVR 2 trägt oder nicht. Um diese Objektive herum befindet sich eine IR-LED, die Infrarotlicht aussendet, und eine IR-Kamera, die das Licht einfängt. Diese werden bei der Blickerfassung benutzt und erfassen die Augenbewegung des Benutzers. Die IR-LED ist hier montiert. Als nächstes werde ich die IR-Kamera entfernen. Dieser Teil der IR-Kamera ist versiegelt, damit kein Fremdkörper eindringen kann. Die Abdichtung erfolgt mit einer weichen Gummidichtung. Nehmen wir das Innere der Objektiveinheit auseinander. Wie die IR-Kamera ist auch die Objektiveinheit mit einer Dichtung geschützt, damit kein Schutz eindringt. Auf der Oberfläche befinden sich die Fresnel-Linsen. Diese Objektive bewirken eine deutliche Reduktion von Geisterbildung auf kleinster Ebene. Das sorgt für ein gutes Bild, ohne dass die Helligkeit darunter leidet. Jetzt werde ich den Kopfbügel zerlegen. Nimm zuerst das Kopfpolster vorne ab. Es wird nur von einem Befestigungsteil gehalten. Früher habe ich Schwammpolster verwendet, aber diesmal habe ich das geändert und stattdessen ein Silikonkissen verwendet. Es hat eine ideale Griffigkeit und die Oberfläche ist so gestaltet, dass sie sich nicht klebrig anfühlt. Jetzt nehme ich den hinteren Teil des Kopfbügels auseinander. Ich habe eine wichtige Änderung gegenüber der PSVR vorgenommen. Einige Benutzerinnen und Benutzer sagten, dass der PSVR-Kopfbügel beim Anlegen an der Seite des Kopfes schmerzt. Also habe ich versucht, den Druck an dieser Stelle zu verringern. Um den Druck an den Seiten zu verringern, habe ich die Vorderseite weich und die Rückseite fester gemacht. Jetzt werde ich das Kopfpolster hinten entfernen. Als nächstes nimmst du diesen inneren Teil des Kopfbügels ab. Er kann jetzt abgenommen werden. Wenn man dieses Teil entfernt,
kommen die Kabel im Inneren zum Vorschein. Dieses Kabel bewegt sich nach oben, wenn sich der Bügel ausdehnt oder zusammenzieht. Das dickere Kabel ist das Hauptkabel, das dünnere Kabel das Audiokabel. Ich fahre fort, indem ich das Verbindungsrad entferne. Nimm zuerst die weiße Abdeckung ab. Um die weiße Abdeckung zu entfernen, löse die 6 Schrauben. Als nächstes entfernst du diese Taste. Entferne auch dieses Rad. Nimm den inneren Mechanismus heraus. Ich werde jetzt diese flache Spiralfedereinheit erst einmal sichern. Entferne die flache Spiralfedereinheit so, wie ich es hier vormache. So kannst du die flache Spiralfedereinheit mit dem Verbindungsrad herausnehmen. Jetzt werde ich den hinteren Gurtrahmen entfernen. Löse zuerst die Kabel. Jetzt kann der Rahmen entnommen werden. Als nächstes baue ich die vorderen Teile des Kopfbügels aus. Der vordere Kopfbügel ist zwar dick, aber er ist in mehrere Teile unterteilt und hat dadurch eine sehr weiche Konstruktion. Also gut, zerlegen wir das Teil. Wir lösen die Schrauben an der Vorderseite. Das gleiche machen wir an der gegenüberliegenden Seite. Entferne dann die mittleren Teile. Die Kabel können zusammen mit den mittleren Teilen entfernt werden. Das ist das Audiokabel. Das Motorkabel ist an der Spitze des Hauptkabels befestigt. Genau so. Der Vibrationsmotor ist hier eingebaut. Das Headset vibriert je nach Spielgeschehen und ermöglicht so ein stärkeres Gefühl der Immersion. Das sind alle Teile für das PlayStation VR 2 Headset. Dieses Mal habe ich mich darauf konzentriert, es so kompakt und leicht wie möglich zu machen und dabei Funktion und Haltbarkeit zu bewahren. Ich hoffe, du wirst ein einzigartiges VR-Spielerlebnis genießen können. Bitte probiere es aus.